Gebäudeversicherung, Hausratversicherung, Glasbruch. Welche Versicherung brauchen Sie für zu Hause eigentlich wirklich? Das ist unser Schwerpunktthema in der heutigen Sendung. Und damit hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, bei einer neuen Ausgabe von Bauen und Wohnen, der Wohlfühlsendung für Ihr Zuhause. Alle weiteren Themen der heutigen Sendung jetzt im Überblick. Alternativ heizen. Neben Öl-, Gas- und Elektroheizungen werden Infrarotheizungen zunehmend interessant. Und sinnvoll versichert. Wir sagen Ihnen, welche Versicherungen fürs Eigenheim wirklich nötig sind. Der Winter hat Deutschland fest im Griff, die Temperaturen sind eisig kalt. Welches ist nun die richtige Heizung? Öl, Pellets oder der gemütliche Kaminofen? Wir wollen Ihnen heute das Thema Infrarotheizung einmal näher bringen. Ein Raum. Vier Wände, aber keine Heizung. Naja, zumindest nicht an der Wand. Bei Carola Kirmüller aus Kisleck hängt der Heizkörper an der Decke. Genauer gesagt die Infrarotheizung. Im Sommer vergangenen Jahres hat sich die Kosmetikerin den Traum eines eigenen Studios erfüllt und sich bei der Umsetzung bewusst für diese Heizungsart entschieden. Zuerst einmal brauchten wir keine extra Räumlichkeit für Heizung oder für Kessel oder sonstige Dinge. Wir haben also lediglich diese Platte einmal hier an der Decke angebracht. Wir haben die aber auch in anderen Räumen sichtbar, praktisch unten im Fundament mit angebracht und haben dadurch praktisch, wir können also genau dann einschalten, wenn wir es brauchen. Im Gegensatz zu klassischen Öl-, Gas- oder Elektroheizungen wird eine Infrarotheizung im Sommer nicht abgeschaltet. Per Thermostat wird der Flächenheizkörper auf die gewünschte Raumtemperatur eingestellt. Sobald diese unterschritten wird, schaltet sich die Heizung automatisch ein. Vor allem in den Übergangszeiten ein Vorteil. Prinzipiell ist es so, dass ich mit Strahlungswärme ein besseres Raumklima schaffe. Auch gerade für Allergiker, weil ich eben keine Konvektionsumwälzung habe, keine Luftumwälzung. Und weil die Behaglichkeit einfach besser ist, wenn ich ein ausgewogenes Verhältnis habe zwischen Lufttemperatur und Raumumfassungs- oder Bauumfassungstemperatur. Infrarotheizungen sind allerdings nicht für jedes Gebäude geeignet, wie beispielsweise für Natursteinhäuser, neue Betongebäude oder Gebäude mit sehr hoher Heizlast, welche schlechter gedämmt sind. Grundsätzlich gilt, desto niedriger die Heizlast, umso besser. Nur dann sind die Betriebskosten gering. Ebenso muss die Anzahl und Leistung der Infrarotheizungen individuell berechnet werden. Einsparungen lassen sich mit einer Infrarotheizung beispielsweise bei alten Nachtspeicheröfen oder beim Neubau in Kombination mit einer Photovoltaikanlage erreichen. Wer sich für diese Heizungsart entscheidet, sollte beim Kauf vor allem eines beachten. Entscheidend bei einer Infrarotheizung ist der Strahlungswirkungsfaktor und eine hohe Aufheiz- und Abkühlzeit. Das macht eine gute Infrarotheizung aus. 160 Quadratmeter Fläche muss im Kosmetikstudio von Carola Kirmüller beheizt werden. Seit Juni 2014 hat sie einen Stromverbrauch von rund 2000 Kilowattstunden. Das ist verhältnismäßig wenig. Wir brauchen etwas, was uns die Möglichkeit auch gibt, mit dem man unter Umständen auch autark sein kann. Wir haben Photovoltaikanlage auf dem Dach und haben also später vor, das hier komplett autark zu nutzen. Grundsätzlich können Infrarotheizungen an der Decke und an Wänden positioniert werden. Was für welchen Raum am besten geeignet ist, muss am Ende der Fachmann entscheiden. Die Infrarotheizung, eine wahrliche Alternative zu den herkömmlichen Heizungen, wenn es bei Ihnen zu Hause natürlich möglich ist. Alles weitere Wichtige um das Thema Bauen und Wohnen jetzt in den Nachrichten. Der Februar ist oft unbeständig. Ist der Garten tief verschneit, können Hobbygärtner kaum etwas erledigen. Ist es aber mild, sollten beispielsweise zu groß gewachsene Hecken stark gestutzt oder gerodet werden. Ab März verbietet dies das Naturschutzgesetz. Zudem müssen an frostigen Tagen Immergrüne mit Zeitungspapier vor Sonnenstrahlen geschützt werden. Ungemütliche Tage sollten Gartenbesitzer für die Pflanzen- und Samenbestellungen nutzen, sowie Gehölze, die im Winter blühen, setzen.
Ein Vermieter darf keinen Schlüssel für eine vermietete Wohnung behalten. Ebenso darf er diese grundsätzlich nicht ohne Erlaubnis betreten. Gestatten muss der Mieter Besuche des Vermieters allerdings, um Schäden zu begutachten oder Handwerkerleistungen abzunehmen. Bei dem Verdacht, dass der Bewohner verbotenerweise Tiere hält oder Räume verwahrlosen, darf er dies ebenfalls prüfen. Will der Vermieter die Wohnung verkaufen oder neu vermieten, kann er Besichtigungen durchführen. Alle Besuche müssen aber rechtzeitig angemeldet werden. Wer einen Mangel an einer Handwerkerleistung feststellt, kann nicht direkt Ersatz fordern. Der Handwerker muss zuvor aufgefordert werden, den Mangel innerhalb einer festgelegten Frist zu beseitigen. Dem zugrunde liegt ein Urteil des Oberlandesgerichts München. Ein Privatgutachter hatte bei der Abnahme einer Heizung Mängel festgestellt. Der Auftraggeber kündigte daraufhin fristlos den Vertrag mit dem Heizungsbauer. Ebenso forderte er den Aufwand für die Beseitigung der Mängel. Allerdings hätte der Handwerker erst die Gelegenheit bekommen müssen, die Kosten für die Ersatzleistung durch die Beseitigung der Mängel zu vermeiden. Also vergessen Sie nicht, auch im Winter gibt es im Garten immer wieder etwas zu tun. Nach einer kurzen Pause geht es bei uns weiter mit dem Thema Versicherung. Wir haben einen Experten hier im Studio. Welche Versicherung brauchen Sie wirklich? Bis gleich. Herzlich willkommen zurück, liebe Zuschauer, bei Bauen und Wohnen, der Wohlfühlsendung für Ihr Zuhause. Wie Sie sehen, liebe Zuschauer, wir haben uns nun wirklich Verstärkung ins Studio geholt, und zwar Thomas Welzer, unser Versicherungsexperte aus Friedrichshafen. Herzlich willkommen. Guten Tag, Herr Bonach. Zum anderen die Klassen der St. Konrad Werkrealschule in Ravensburg und die Klassen 2 und 4 der Stephanschule in Konstanz. Herzlich willkommen hier im Studio. Bevor wir jetzt zum Thema Versicherung kommen, wollten wir von Ihnen, liebe Zuschauer, wissen, sind Sie richtig versichert? Welche Versicherungen haben Sie und sind Sie überhaupt versichert? Ich kenne mich da zu wenig aus eigentlich, mehr oder weniger. Für Hausrat, fürs Haus, fürs Glas, für Elternversicherung. Keine Ahnung, kenne mich da zu wenig aus. Ich habe keine Versicherung. Ich wohne in Mitte. Gebäudeversicherung und eine Hausratversicherung. Gar keine. Ich bin Untermieter, ich muss mich mit sowas nicht beschäftigen. Genau, gleichfalls. Ja. Hausratversicherung, ach, was haben wir denn noch? Glasversicherung, ach, was macht man immer? Ich habe eigentlich keine, außer meiner normalen Haftpflicht habe ich keine Versicherung. Ja, also eine Hausratversicherung und Gebäudebrand, also diese normale Gebäude gegen Gebäudeschäden. Einfach Haftpflicht. Okay, danke. Wir sehen, die Bandbreite ist wirklich gigantisch von ich bin gar nicht versichert zu ich habe die Haftpflicht, Glasbruch und so weiter. Herr Welzer, welche Versicherung brauche ich eigentlich wirklich und ist es gefährlich, gar keine Versicherung zu haben? Herr Bonach, die Frage ist gut und ist richtig. Gefährlich ist es auf jeden Fall, denn es steckt ja einiges an Eigenkapital oder fremdfinanziertes Kapital im Objekt, also im Einfamilienhaus beispielsweise. Und dieses sollte man doch absichern. Wir sind ja im Land der Häuslisbauer, von daher müssen wir auch unterscheiden, bin ich Eigentümer, das Haus oder die Wohnung, oder wohne ich in Miete? Wenn ich jetzt als echter Schwabe oder Badener ein Haus bauen will, dann kaufe ich ein Grundstück und beginne. Ab diesem Zeitpunkt brauche ich eigentlich eine Versicherung. Sie beginnen jetzt mit dem Bau, Sie heben die Grube aus, mehr oder weniger, oder lassen die Grube ausheben. Dann ist natürlich erstmal sehr, sehr wichtig, dass Sie eine Bauherrenhaftpflichtversicherung haben. Weil wenn die Grube ausgehoben wird, nur mal angenommen, ein Kind spielt und fällt in die Grube, dann sind Sie haftbar als Eigentümer, wenn das Verschulden bei Ihnen liegt, und schon stehen wir da. Deswegen, wenn ich dann eingezogen bin, was brauche ich dann? Wenn Sie eingezogen sind, brauchen Sie natürlich die Gebäudeversicherung. Diese deckt ab die Risiken Feuer, Sturm, Elementar und eventuell das Leitungswasserrisiko. Wir haben in der Umfrage gehört, ich bin Untermieter, interessiert mich alles gar nicht. Ja. Jetzt bin ich Mieter, was sollte ich denn abschließen? Das ist gut gesagt, ich bin Untermieter, ich brauche nichts. Jeder hat irgendwo Kleider, Möbel oder sonstiges, wo wertig sind. Diese Werte sollte man einfach absichern. Und deswegen braucht auch der Untermieter eine sogenannte Hausratversicherung. Hausrat, das ist die richtige Antwort eigentlich auch, was ich fragen wollte. Man spricht hier immer von Unter- und Überdeckung. Was bedeutet das genau? Wann bin ich überversichert, wann unterversichert? Es war früher ganz schwer zu ermitteln, was hat jemand. Man geht ja nicht zum Kunde und macht jeden Schrank auf. Der Verband hat irgendwann mal rausgebracht,
dass jeder Kunde pro Quadratmeter Wohnfläche den Betrag von 650 Euro versichern sollte, dann besteht die Gefahr nicht, dass er unterversichert ist. Das heißt, im Schadensfall wird auch bis zur maximal versicherten Summe reguliert. Jetzt gehe ich zum Beispiel zu jemandem und möchte eine Versicherung abschließen. Der wird mir natürlich versuchen, 4, 5, 6 Versicherungen anzubieten. Welches sind die 3 wichtigsten, die Sie auf jeden Fall empfehlen? Der Eigentümer braucht natürlich die Gebäudeversicherung. Also früher hat man gesagt, die Gebäudebrandversicherung, die eben die Risiken deckt, Feuer, Sturm, Elementar, Hagel und eben das Leitungswasserrisiko. Dann die Hausratversicherung ist natürlich ganz wichtig und schlussendlich auch die Privathaftpflichtversicherung. Dann heißt das auch immer lapidar, man ist so lange gut versichert, solange nichts passiert. Auf was muss ich bei den Verträgen achten, dass, wenn etwas passiert, dass ich auch wirklich gut versichert bin? In der heutigen Zeit sollten Sie darauf achten, Herr Baunach, dass auf jeden Fall die grobe Fahrlässigkeit mitversichert gilt. Denn beispielsweise, Sie lassen jetzt eine Kerze brennen, gehen aus dem Haus, irgendjemand ruft Sie an, Sie gehen, Sie lassen die Kerze versehentlich brennen, die Kerze brennt runter und ein Brand entsteht. Das wäre hier grob fahrlässig und diese Schäden müssen in der heutigen Zeit mit abgedeckt werden. Und das ist auch so in den neuesten Bedingungen. Kurze Frage zum Abschluss. Wie viel Geld sollte ich aufwenden als Eigenheimbesitzer oder als Mieter, um gut versichert zu sein? Im Schnitt. Es kommt immer darauf an, Herr Baunach, was für ein Volumen Sie haben. Haben Sie ein Einfamilienhaus, ein Mehrfamilienhaus, was haben Sie? Aber ich sage jetzt mal, das Einfamilienhaus im Schnitt für die Hausrat, für die Gebäudeversicherung, für die Haftpflichtversicherung etwa 50, 60 Euro im Monat. Und als Mieter? Und der Mieter auch wieder, je nachdem, wie viel Quadratmeter Wohnfläche er bewohnt. Und ich würde dann mal sagen, Haftpflicht, Hausrat, Glasversicherung um die 200 Euro im Schnitt. Herr Welser, vielen, vielen herzlichen Dank hier für Ihren Besuch im Studio und die konkreten Antworten. Danke sehr. Sehr gerne, Herr Baunach. Liebe Kinder, euch auch vielen Dank für den Besuch hier im Studio. Liebe Zuschauer, für diese Woche war es das wieder mit Bauen und Wohnen, der Wohlfühlsendung für Ihr Zuhause. Schalten Sie auch morgen ein, dann bei meiner Kollegin Annalena Hieber und dem Magazin Blickfang, das Bodensee-Magazin, mit 2 ganz tollen Themen. Zum einen, wo sind die besten Fastnetzpartys in der nächsten Woche? Und das Thema Traumzeit. Der Wunsch zu heiraten und wie man am besten die Vorbereitung gestaltet, ohne in Stress zu kommen. Also Ihnen einen schönen Abend. Tschüss! Super, hat doch alles hervorragend geklappt.